Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. So, der Kapitän jetzt bei uns, 1:1 gegen Werder, der zukünftige Arbeitgeber. War das heute irgendwie ein anderes Gefühl, da auf dem Platz gegen den künftigen Arbeitgeber zu spielen? Nee, also war ein anderes Gefühl, weil es mein letztes Heimspiel war. Deswegen war es emotional nach 4 schönen Jahren, nach vielen Spielen für den VfL. Aber ja, ich glaube, das kommt häufig vor, dass man den Arbeitgeber dann wechselt im Fußball. Und ja, dann geht es im Sommer halt für Werder weiter. Also es war schon Wehmut dabei, sagst du auch. Also hätte es ja auch bleiben können, oder? Warum jetzt diese Entscheidung, wenn du das nochmal begründest? Ja, was soll ich begründen? Also ich glaube, so detailliert will ich gar nicht darauf eingehen. Es wird sich einiges bei mir auch privat verändern, in der Familie. Ja, von daher ist der Schritt nach Hause einfach die logische Konsequenz. Mit dem Anschluss auch einfach dann, hinter die Kulissen eines Bundesliga-Vereins zu gucken, in die Strukturen einfach reinzukommen. Und ich glaube, manchmal öffnen sich Türen, ja, da muss man durchgehen, weil sonst ist die Chance halt vielleicht auch einfach weg. 4 Jahre jetzt beim VfL, wenn du das jetzt in 3 Sätzen oder 4 Sätzen zusammenfasst, wie würdest du das beschreiben, diese Zeit? Schwer, schwer. Also mit Höhen und Tiefen auf jeden Fall. Für mich aber eine unheimlich lehrreiche Zeit. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Konnte von jedem Trainer eigentlich ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen, was mir auch später für den weiteren Verlauf einfach hilft. Ja, und es war einfach eine geile Zeit. Also letzte halbe Jahr war schwierig, aber es gehört nun mal dazu. Daraus kann man auch die Lehren ziehen. Und die letzten 2 Jahre waren schön. Wir haben oben mitgespielt, haben leider nie geschafft aufzusteigen, aber waren lange oben dran. Und dann habe ich ja gerade auch gesagt, am Ende mit den Fans ist schon Gänsehaut, was hier eigentlich möglich ist. Wir sind 17. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Fans nochmal uns so unterstützen. Und ich weiß, wie es ist, wenn es gut läuft. Wenn wir zu Hause hier in Magdeburg geschlagen haben, gefühlt vor 12.000, 13.000 Zuschauer HSV rausgehauen haben. Und dieses Gefühl muss einfach wiederkommen. Ich hoffe, dass die Mannschaft nächstes Jahr gut aufgestellt ist und dass sie einfach mit den Zuschauern einen Schulterschluss bekommt und dann wieder angreifen kann. Weil das ist auf jeden Fall hier, muss eine Heimmacht wieder werden. Die Reaktion der Fans war heute durchaus überraschend, muss ich sagen. Es gab ja diese Aktion 78. Minute, wo die Ultras oder einige Ultras das Stadion verlassen haben, aber der Rest des Stadions dann doch umso mehr die Mannschaft unterstützt hat. Habt ihr das mitbekommen auf dem Platz? Ja, das war einmal ab der 78. Minute. Wir wussten ja auch von der Aktion, was passieren könnte. Und es wurde irgendwie eher lauter als leiser. Deswegen haben wir uns schon gewundert und was ich gerade schon gesagt habe. Also Daumen hoch für die Unterstützung schon in der ganzen Saison, auch wenn es schwierige Phasen waren. Ich denke, ans Auswärtsspiel in Paderborn, da haben wir 3-0 verloren. Fans haben uns trotzdem gefeiert und das sind so Dinge, die nehme ich für mich auch persönlich mit, weil es im Fußball auch immer weitergeht und ja, man viel auch aus schlechten Zeiten lernen kann. Gut, unterm Strich steht heute einmal noch mal kurz über das Spiel zu reden. Das 11. Spiel ohne Dreier in Folge, aber es war heute im Gegensatz zur Vorwoche ein besseres Heimspiel, das muss man schon sagen. Ne? Ja, wenn wir Fußball reden, dann war es vielleicht ein besseres Heimspiel, was wir aber trotzdem gewinnen müssen. Ne? Also gehen, finde ich, verdient in die, mit der Führung in die Pause und dann Zeit hat, lassen wir so ein bisschen nach, machen vielleicht einen Schritt weniger und kriegen dann noch verdient den Ausgleich. Laufen wir so ein bisschen noch an, um vielleicht das Tor zu machen. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, dass heute wie in der ganzen Saison viel, viel mehr drin gewesen ist. Ja, und trotzdem ist es schade. Also 11 Spiele nicht zu gewinnen, das kann nicht unser Anspruch sein. Wunderbar, vielen Dank. Ciao. So, Felix Agu jetzt bei uns. 1:1 gegen Werder Bremen. Vielleicht erstmal, bevor wir über das Spiel noch ein bisschen sprechen, über die eigene Leistung. Oben auf der Pressetribüne habe ich mehrfach Szenenapplaus für Felix Agu wahrgenommen. Hast du das selber auch mitbekommen? Ja, also ein bisschen hat man es im Hintergrund so mitbekommen, aber eigentlich war ich aufs Spiel fokussiert. Und naja, ich war eigentlich relativ zufrieden mit meiner Leistung, aber naja, wieder hinten raus hat mir wieder ein bisschen die Luft gefehlt und naja, daran muss man noch arbeiten auf jeden Fall. Das hast du letzte Woche auch schon gesagt, das hinten raus. Also daran muss man noch, das ist einfach der Sprung von der Jugend zu den Herren. Was ist da anders? Wie kann man das in zwei Sätzen beschreiben, wie da der Hase anders läuft? Also vor allem muss man halt vom Kopf her die ganze Zeit da sein. Man kann sich halt keine so Pausen erlauben, ohne dass der Gegner es halt bestraft. Und generell halt so das Tempo ist deutlich höher als in der Jugend, würde ich sagen. Ja. Hast du sag mal, die Stimmung heute wahrgenommen, sag mal, dieses, was im Vorfeld von den VfL Ultras angekündigt wurde? Die haben ja in der 78. Minute einige das Stadion verlassen, um ihre Dauerkarte abzugeben aus Protest. Andere sind aufgestanden und haben im Grunde die Mannschaft weiter angefeuert. Bekommt man sowas auf dem Platz mit? Ja, das hat man schon mitbekommen, vor allem, weil es uns halt im Vorfeld auch gesagt wurde. Und da hat man schon gemerkt, als die anderen Fans das Stadion halt verlassen haben, dass die anderen Fans nochmal aufgestanden sind, nochmal lauter wurden. Und das war halt, fand ich, ein positives Zeichen so von den Fans. Zum Spiel selber, unterm Strich steht natürlich jetzt, dass das 11. Spiel in Folge ohne Dreier für den VfL. Ja, wie bewertest du heute das 1:1? Ja, ich fand eigentlich, dass wir in der ersten Halbzeit vor allem sehr gut drin waren, halt
auch viele Torchancen hatten, die dann aber verwerten müssen. Und naja, dann das 1:1 kriegen wir halt durch eine Unaufmerksamkeit. Und das ist natürlich wieder ärgerlich, halt nicht das, den Sieg, den ich denke, den wir uns verdient hätten eigentlich, sozusagen einzufahren und dann anstatt halt am Ende halt wieder mit dem 1:1 dazustehen und halt keinen Sieg, keine 3 Punkte zu holen. Nächste Woche steht ein Spiel noch an in Unterhaching. Spricht eigentlich nichts dagegen, dass du nächste Woche auch wieder von Anfang an aufläufst, ne? Ja, aber da bin ich schon im Urlaub, weil doch, also es war, hab ich schon früher gebucht, bevor ich halt wusste, dass ich halt hier jetzt ein paar Spiele mache. Und naja, mein Abi ist jetzt halt meine letzte Prüfung am Montag. Da hatte ich halt im Vorfeld eigentlich gefragt, ob ich fahren konnte. Und ja, am Donnerstag fliege ich halt in die USA. Und in die USA, wie lange? Bis Anfang Juni. Da hat Daniel Thune auch nichts gegen und gesagt, Junge, dann fahr. Also bis jetzt wurde noch nichts irgendwie dazu gesagt. Also ich denke mal, dass ich jetzt fliegen kann einfach. Gut, Abi in der Tasche und wie geht es in der neuen Saison weiter? Was schwirrt dir da so im Kopf? Ja, da will ich halt mit dem VfL weiter angreifen und halt eine bessere Saison spielen, als wie die Saison gelaufen ist. Und ja, am Ende wollen wir halt auf einem besseren Platz stehen und nicht halt so abstiegsgefährdet sein. Und, ja. Das heißt, du wirst beim VfL bleiben, also du kommst ja jetzt aus der A-Jugend raus. Ja. Und ist denn schon mit dir über einen Vertrag gesprochen worden oder wie sieht es da aus? Ja, ich weiß eigentlich, ob ich das... Das darfst du ruhig sagen. ...so sagen darf. Aber ja, also wir waren schon in Gesprächen und ja. Die Ampel steht relativ auf grün, dass das was wird. Ja. Okay, will dich nicht weiter quälen. Es sieht gut aus. Ich glaube, das spürt man und hört man. Und du willst hier auch weiter Gas geben. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Alles Gute. Ciao.